Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute gibt es einen kleinen Horizon Guide. Ich möchte euch kurz und knapp durch die Fähigkeiten führen. Auf dem Trainingsgelände zeige ich euch ein bisschen was. Vor allen Dingen möchte ich euch zeigen, wie ihr dem schwarzen Loch entkommen könnt, mit welcher Legende ihr das sogar kontern könnt. Und eigentlich die interessanteste Fähigkeit, der Gravity Lift, ist eigentlich das Beste an Horizon. Bis jetzt meiner Meinung nach nicht overpowered, würde ich sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Cooldown-Zeit oder die Länge, in der man in der Luft schweben kann, noch angepasst wird. Wir fangen direkt mal an mit ihrer passiven Raumspaziergänger. Wenn euch ein Gegner aus nächster Nähe pushen will und ihr wollt flüchten und springt von einer hohen Höhe runter, der Impact ist relativ gering, der ist extrem gering. Wir können extrem schnell flüchten, absolut interessant. Das schwarze Loch ist hier tatsächlich nicht mal das Interessanteste. Der Gravity Lift ist einfach der Hammer. Wenn wir den jetzt werfen, wie gesagt, Cooldown-Zeit 15 Sekunden mit goldenen Helm 12 Sekunden. Wir stehen für extrem viele Sekunden. Ich habe die Zeit nicht gestoppt in der Luft. Und wenn ihr auf irgendeiner Freifläche vielleicht einen Gegner abaimt, der nicht so ganz rafft, wo die Schüsse herkommen, es sind ja ein paar Meter, ich mache das jetzt einfach mal spaßeshalber vor. Warte, bis ich ganz oben angekommen bin. Und ihr seht, ich kann hier ganz in Ruhe den Gegner anballern, ohne dass der rafft, wo es herkommt. Hier vielleicht noch einen zweiten Gegner. Naja, für den reicht es jetzt nicht mehr. Aber der Gravity Lift ist absolut finster, meiner Meinung nach. Wenn wir schnell flüchten wollen, Moment, hauen wir einfach hier vor die Mauer den Gravity Lift, warten vielleicht noch, bis wir die passende Höhe erreicht haben. Und dann pusht uns am Höhenausgang, sage ich mal, der Gravity Lift noch ein bisschen nach vorn. Wir können auch relativ gut Gegner spotten. Ist jetzt hier irgendwo ein Gegner runtergesprungen? Ich zeige euch gleich anhand von Live-Bildern relativ gut, wie wir die Fähigkeiten extrem gut einsetzen können und eben auch vorgezeigt aus der Luft Gegner einfach wegschießen können und die raffen einfach nicht, wo es herkommt. Haben wir jetzt hier zum Beispiel einen Gegner gespottet, der jetzt vorbeiläuft, Gravity Lift schmeißen, gucken, was abgeht, schwarzes Loch vielleicht draufschmeißen. Die Reichweite ist relativ hoch. Ich zeige euch jetzt noch eben ganz fix, wie wir das schwarze Loch kontern können. Das habe ich mit Panda. Panda, danke nochmal dafür. Für ihre Zeit haben wir gestern in der Nacht noch fast in der Nacht aufgenommen, wie wir das kontern können. Vor allen Dingen, was wir Spaßiges mit den Granaten machen können. Und kleiner Tipp noch am Rande nebenbei. Stellt euch einfach mal vor, wir haben eine Horizon, schmeißen ein schwarzes Loch. Die Gegner sind angesaugt und ihr habt noch ein Gibi oder einen Caustic dabei. Gibi Airstrike draufschmeißen, die Ulti von Caustic draufschmeißen. Das ist, glaube ich, das Ekelhafteste, was man machen kann. Aber die Ulti kann eben auch sehr, sehr schnell zerstört werden. Und das zeige ich euch jetzt. Feuer frei. Wir fangen jetzt mit den Kontermöglichkeiten an. Wenn wir Pathfinder zum Beispiel haben, wir sind angesaugt, mitten in der Mitte. Grapple Hook sollte klar sein, ist die einfachste Möglichkeit, dem Teil zu entfliehen. Ja, baller ich das Ding noch kurz runter. Ich glaube, dieses Teil verträgt ca. 200 Schaden. Danach ist es vorbei. Wir sehen auch hier ungefähr den Radius, ab wann uns das schwarze Loch anzieht. Hier ist eigentlich, glaube ich, noch einfacher als der Grappling Hook. Mit einer Spritze von Octane sind wir auch relativ easy aus dem schwarzen Loch raus. So, jetzt schieße ich das Ding nochmal mit einer G7 ab und ihr seht, ungefähr 200 Schaden. Das Ding ist relativ schnell kaputt zu schießen. So. Hier wollte ich beispielhaft einfach mal zeigen, den Gravity Lift. Ja, man kann Gegner damit verwirren, ihn vor die Füße schmeißen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Gegner damit treffen, ist, denke ich, relativ gering. Und hier, das ist das Beste, was ihr machen könnt, schmeißt ihr so ein schwarzes Loch, schmeißt gleich, spammt gleich noch ein paar Granaten rein. Wenn die in dem Radius landen, zieht das schwarze Loch die an. Das passiert aber nur mit den normalen Granaten. Arkstar bleibt auf dem Boden stecken, beziehungsweise auch die Thermitgranate, wenn die landet, breitet die sich sofort aus. Am besten ihr schmeißt normale Granaten rein und wenn ihr Glück habt, kann der Gegner dem schwarzen Loch vielleicht nicht so schnell entfliehen. Jetzt noch ein paar kommentierte Live-Bilder. Hier ist einfach nur die perfekte Möglichkeit, um von dem Gegner schnell zu flüchten. Ich wurde kurz attackiert, habe schnell das Teil geworfen vor einer Treppe und habe mich nach oben katapultiert. Und übrigens hier das schwarze Loch. Da war ich selber sehr erstaunt. Kann man in dieses Ding reinschmeißen, den Gravity Lift, und dann fliegt das schwarze Loch nach oben.
Ja, einfach nur ein Beispiel, wie schnell man sich nach oben katapultieren kann für High Ground, um ein paar Gegner auseinanderzunehmen, wenn wir auf einer Freifläche sind und einfach High Ground suchen, geht das ultra schnell. Die Cooldown-Zeit ist wirklich extrem heftig. Und hier ist eigentlich das Wichtigste mit dem Gravity Lift. Ich pushe den Gegner oder versuche ihn zu pushen. Der Gegner rennt weg. Mit einer anderen Legende hättest du es vielleicht nicht hinterher geschafft. Und jetzt kommt eigentlich der Clou dabei. Ich bin auf einer erhöhten Position, kann in der Luft stillstehen und kann den Gegner ohne Probleme wegschießen. Kommt gleich aber noch ein viel, viel schöneres Beispiel. Hier einfach nur ein Beispiel, um Gegner zu spotten. Ich weiß, dass der Gegner da ist. Erhebe mich in die Höhe und sehe, dass der Gegner da unten langläuft, während mein Teammate ihn wahrscheinlich pushen kann oder irgendwas anderes. Hier nochmal das genaue Beispiel. Mitten auf einer Freifläche das gleiche. Ab in die Luft. Dann habe ich den Gegner da gespottet und wir wissen ungefähr, wo wir hin müssen, um den Gegner zu pushen. Und jetzt kommt eigentlich mit unter einer meiner Lieblingsszenen, die gestern im Livestream spontan entstanden ist. Genau hier. Wir haben so viel Zeit, auf den Gegner zu schießen. G7 wechseln und ganz entspannt. Ich habe ihn zwar nicht gleich gekriegt, aber mit der 301 habe ich ihn dann doch bekommen und es wird eine Menge Situationen geben, wo wir das nutzen können. Hier nochmal ein Beispiel, wie wir mit dem Gravity Lift auch pushen können. Die Gegner wissen schon, wo ich bin, eröffnen das Gegenfeuer. Mein Teammate flankiert ein bisschen, jetzt schmeiße ich den Gravity Lift und hebe mich einfach kurz in die Luft und gehe so ein bisschen außen drum rum in der Luft und die Gegner ahnen nicht gleich, wo es herkommt. Die nächsten. So, und hier nochmal ein Beispiel, wie man den Ulti Astrein einsetzen kann. Mitten auf dem Open Field wird das schwer funktionieren, aber hier in einem Gebäude haben die kaum eine Chance. Natürlich mit dem Wissen, wie schnell man das Ding zerstören kann, aber so ein Gegner rafft es vielleicht nicht gleich. Der Caustic hatte einfach absolut keine Chance. Und hier zerstöre ich einfach mitten im Spiel selber mal kurz das schwarze Loch. Das war einfach ein Test von mir und habe selber erschreckend festgestellt, wie schnell das Ding zerstört werden kann. Ladies and Gentlemen, das war mein Horizon Guide. Ihr seht, das Video geht gar nicht so lange. Ich denke, Horizon ist relativ intuitiv zu spielen. Man muss jetzt nicht so viel erzählen. Gebt der Legende eine Chance, das kann ich euch nur raten. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Habt ihr sie schon mal gespielt? Wie spielt ihr sie? Habt ihr auch schon festgestellt, dass der Gravity Lift einfach viel zu krass ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er OP ist, aber wir kommen schon der Sache sehr, sehr nah. Ihr seht, wenn ihr das Ding schmeißt, wir haben locker 5, 6 Sekunden in der Luft. Wenn der Gegner das nicht rafft, kannst du die Leute so einfach holen. Flüchten geht relativ schnell, die Cooldown-Zeit. Ich glaube, es wird zeitnah einen Nerf geben. Ich gehe davon aus, dass die Cooldown-Zeit vielleicht von 15 auf 20 Sekunden angehoben wird. Und ich denke auch, dass so eine Sekunde, vielleicht 2 Sekunden in der Airtime ganz oben, wenn wir die höchste Höhe in dem Gravity Lift erreicht haben. Ich glaube, auch das wird reduziert, dass wir eben nicht so lange in der Luft stehen und da ewig Zeit haben, die Gegner abzuämmen. Gerade wenn du vielleicht mit einer Kraber, wie ich es im Trainingsgelände gezeigt habe, mit der Kraber kannst du da relativ easy Shots landen, wenn du mit der gut unterwegs bist. Habt ihr noch ein paar zusätzliche Tipps für mich? Schreibt es in den Kommentaren, falls ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Allgemeine Kommentare, wie ihr das Video findet, würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Und vor allen Dingen, wie ihr Season 7 bis jetzt findet. Es sind ja gerade mal etwas über 24 Stunden, die Season jetzt live ist. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Dem Video einen Daumen da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.